Das Dieselfahrverbot in Stuttgart ist zu Beginn dieser Woche noch einmal ausgeweitet worden. Jetzt dürfen auch Besitzer von Euro 4 Dieseln, die in Stuttgart selbst wohnen, nicht mehr zu und von ihrer Wohnung fahren. 18.000 Fahrzeuge sind davon betroffen. Und im Sommer sollen noch weitere Städte wie Essen und Köln folgen. Ist das sinnvoll, um unsere Gesundheit zu schützen, oder unverhältnismäßige Symbolpolitik? Unser Thema heute: dicke Luft in unseren Städten. Was bringen Fahrverbote? Phoenix-Runde. Ja, herzlich willkommen zur Phoenix-Runde, und das sind unsere Gäste. Ich begrüße Barbara Metz. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe hat die Fahrverbote vor Gericht erstritten und klagt in 35 Städten gegen die Verletzung der Stickoxid-Grenzwerte. Und Ioannis Sakaros ist der Initiator der Gelbwesten-Proteste in Stuttgart. Seine Bewegung demonstriert jeden Samstag gegen die Dieselfahrverbote. Ulrich Lange ist von der CSU. Er ist im Deutschen Bundestag stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Dort zuständig unter anderem für die Verkehrspolitik. Und Stichwort Verkehrspolitik, amtierender Bundesverkehrsminister ist sein Parteikollege Andreas Scheuer. Und von den Grünen Stefan Gelper. Er ist Bundestagsabgeordneter und Verkehrspolitiker der Partei. Herzlich willkommen an Sie alle bei Phoenix. Herr Sakaros, warum demonstrieren Sie jeden Samstag gegen Dieselfahrverbote? Wir demonstrieren, weil eine Enteignung der Bürger stattfindet. Den Bürgern wird das Auto weggenommen. Es trifft mal wieder die sozial Schwächeren, weil auch gerade die halt natürlich diese älteren Autos fahren. Und es ist nicht in Ordnung, dass in so einer kurzen Zeit mit Druck versucht, hier eine Verkehrswende herbeizuführen auf Kosten der Bürger. Wie viele Leute sind es denn, die da jeden Samstag demonstrieren? Das variiert. Also von 500 bis 2000 Leute pendelt es immer so hin und her, wie gerade so die Stimmung auch in der Politik ist. Das hat dann natürlich wieder so ein bisschen nachgelassen, als der Herr Strobel natürlich gesagt hat in Stuttgart, dass die Euro 5 Fahrzeuge... Das ist der Innenminister von Baden-Württemberg. Genau, dass da die Euro 5 Fahrzeuge noch gerettet werden. Daraufhin natürlich hat es das Ganze ein bisschen abgenommen. Mhm. Inwiefern sind Sie denn persönlich betroffen? Ich fahre selber einen Euro 4 Diesel. Verraten Sie uns, was für ein Auto das ist? Den Hersteller kann ich Ihnen gerne verraten. Es ist ein Citroën. Es ist ein sehr sparsames Auto. Es ist Baujahr 2005 und es kommt auf 100 Kilometer mit 4,5 Litern aus. Mhm. Ich selber muss sagen, ich nutze öffentliche Verkehrsmittel. Ich fahre mit der S-Bahn in die Arbeit. Mhm. Ich nutze es höchstens zweimal in der Woche. Und, aber Sie wohnen in der Fahrverbotszone, die jetzt betroffen ist? Genau, die ist sehr, sehr groß. Das kannst du nicht vermeiden, wenn du in Stuttgart wohnst. Ne? Und ja, also ich brauche das Auto zweimal in der Woche, mal statt auswärts zu kommen. Da kommst du halt einfach besser raus wie mit den Öffentlichen. Ja. Und noch eine kleine Nachfrage. Ja. Sie sind Kfz-Mechatroniker bei Porsche. Genau. Hat das irgendwas mit Ihrem Arbeitgeber zu tun, was Sie da machen? Nein. Definitiv nicht. Ich mache das aus eigenem Wille, weil ich stinksauer bin über diese Fahrverbote, weil ich der Meinung bin, dass das natürlich weder gesundheitsschädlich ist, noch in dem Umfang, wie es in Stuttgart ist, dieses flächendeckende Fahrverbot. Gut, am Neckartor haben wir eine Belastung, klar, das kann man ja nicht abstreiten, aber es gibt so viele andere Stadtgebiete, da ist es nicht der Fall. Und wenn man meinetwegen das Neckartor sperrt, wären wahrscheinlich auch alle Bürger zufrieden und ich natürlich auch. Das diskutieren wir im Laufe dieser Sendung. Sind Fahrverbote verhältnismäßig oder nicht? Frau Metz, die Deutsche Umwelthilfe hat diese Fahrverbote erstritten. Können Sie denn die Argumente von Herrn Sakaros verstehen?
Ich kann das wirklich gut verstehen, dass diejenigen, die tatsächlich jetzt in Gebiete nicht mehr einfahren können, Dieselfahrzeug besitzen, dass die Leute nicht nur sauer sind, sondern möglicherweise da auch noch viel größere Probleme bekommen. Tatsächlich muss ich sagen, wir setzen uns ja da ja auch für die Dieselfahrer ein, denn wir sagen ja, dass die Fahrzeuge nachgerüstet werden sollen mit einer Hardware-Nachrüstung, das von den Automobilherstellern, die das Ganze verbockt haben, das muss man so sagen, bezahlt werden muss und natürlich die Leute ertüchtigt werden müssen, mit ihren Fahrzeugen weiter zu fahren. Wir haben auch die Fahrverbote nicht sozusagen entschieden, sondern das ist die Entscheidung von Gerichten, die aufgrund eben von Messergebnissen entschieden haben. Das ist Ultima Ratio, die letzte mögliche Maßnahme, die jetzt in dem Fall von Stuttgart tatsächlich einzusetzen ist. Tatsächlich, das, was Herr Zacharos gesagt hat, dass in so kurzer Zeit so viel Druck gemacht wird, da muss ich an der Stelle widersprechen, denn tatsächlich ist es ja so, dass die Grenzwerte lange bekannt sind. Also jetzt gelten sie schon im 10. Jahr, wurden in den 90ern mitunter von Frau Merkel in ihrem Amt als Umweltministerin ja auch verhandelt. Das heißt, es gab eine ganz lange Zeit, wo man hätte Maßnahmen auf den Weg bringen können, wie zum Beispiel in Stuttgart den ÖPNV ausbauen, tatsächlich hier Möglichkeiten schaffen, auch umzusteigen. Dann hätten wir heute das Problem tatsächlich so in Stuttgart nicht und dann gäbe es auch keine Fahrverbote. Mhm. Damit sind wir jetzt mitten in den politischen Konsequenzen. Herr Lange, sind Fahrverbote sinnvoll und angemessen? Ja, wir als Union stehen dafür, dass freie Bürger freie Fahrt haben. Wir sind keine Freunde von Fahrverboten. Wir wollen Fahrverbote, um alles, was wir tun können, vermeiden. Wir haben mit vielen Maßnahmen auch in den letzten Monaten, denke ich, dafür gesorgt, dass die Luft, die ja kontinuierlich, und da bin ich bei Herrn Zacharos, die kontinuierlich die letzten Jahre deutlich besser geworden ist, auch in Stuttgart deutlich besser geworden ist, noch schneller, noch besser werden kann. Fahrverbote sind in unseren Augen keine Antwort. Wir glauben auch nicht, dass Fahrverbote, auch wenn sie von Gerichten natürlich so entschieden wurden, gab es zunächst mal einen Kläger. Die kleine Adresse muss ich an die Deutsche Umwelthilfe da schon richten. Denn ohne Kläger entscheidet auch kein Gericht ein Fahrverbot. Wir sind gegen Fahrverbote und wir werden weiter alles daran setzen, dass es zu keinen weiteren Fahrverboten kommt. Herr Gebhardt, wie sehen es die Grünen? Sind Fahrverbote sinnvoll, nützlich, angemessen? Ich glaube, das haben die Gerichte entschieden. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass eine Regierungsfraktion oder sagen wir mal die Bundesregierung insgesamt dann irgendwie jetzt eine Art von Gerichtsschelte betreibt oder das in Frage stellt. Die CDU war mal, die CSU behauptete mal, Rechtsstaatspartei zu sein. Anscheinend sind diese Zeiten vorbei. Gerichtsurteil hat früher was gegolten, ist für die CDU, CSU. Die machen da Fragestellungen auf, die wirklich sehr pikant sind, will ich mal sagen. Denn diese Gerichte haben ja nicht entschieden, weil sie da lustig waren, sondern weil das Gesetz das so vorgegeben hat. Übrigens ein Gesetz, was eben, das ist schon erwähnt worden, von der CDU, CSU auf allen Ebenen mitgetragen und mit auf den Weg gebracht wurden. Stichwort Europa, Stichwort Bund. Und jetzt quasi so zu tun, als ob man damit nichts zu tun hätte, wenn dann irgendwann aus einem Gesetz eine Konsequenz folgt, dass ein Gericht das ausgeurteilt hat, das ist mit Verlaub mindestens irreführend. Ja, das werden wir gleich ausführlich diskutieren. Ich würde gerne eine Frage voranstellen. Die Basis des Ganzen sind ja die Grenzwerte für Stickoxid. Dem dahinter steht die Frage, sind und wie gesundheitsgefährlich sind Stickoxide. Sie haben geklagt gegen die Verletzung der Stickoxide. Vielleicht können Sie es ja mal aus Ihrer Sicht unternehmen zu erklären, wie gefährlich sind Stickoxide für unsere Gesundheit? Ich kann mich da auf Fakten berufen, die von Wissenschaftlern und Medizinern an der Stelle natürlich veröffentlicht worden sind. Ich selber bin keine Medizinerin. Darauf verlassen wir uns und können uns offenbar auch darauf verlassen. Denn es gab jetzt in den letzten Wochen einen Streit. Lungenärzte, 100 oder ein bisschen über 100 an der Zahl, haben sozusagen angemerkt, man müsste das alles noch mal überprüfen. Dabei hat Herr Professor Köhler sich ordentlich verrechnet. An der Stelle muss man auch sagen, es wurde auch von der Europäischen Kommission noch mal ganz klar zurückgewiesen, die ja auch diese Grenzwerte festgelegt haben, auf der Grundlage von vielen Studien, die dazu erstellt worden sind, von vielen Wissenschaftlern, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch im Ausland. Die haben sich inzwischen auch alle zu Wort gemeldet. Auch die Lungenfachärzte, also der Verband der Lungenfachärzte, hat hier auch noch mal ganz deutlich sich zu Wort gemeldet und gesagt, ja, die Grenzwerte, die wir haben, das
sind Grenzwerte, die aus dem Vorsorgeprinzip entstanden sind. Das bedeutet, mit diesen Grenzwerten möchte man auch die Schwächsten der Gesellschaft, das sind Kranke, Alte und eben auch Kinder, schützen. Es ist eine Dauerbelastung, die draußen stattfindet, der man sich auch nicht freiwillig entziehen kann oder der man sich freiwillig aussetzt, sondern die ist nun mal einfach da. Und da ist auch belegt, dass es eben maßgebliche Krankheiten auslösen kann. Diabetes, Atemwegserkrankungen, chronische Bronchialerkrankungen, zum Beispiel eben auch bei kleinen Kindern. Das ist nachgewiesen und deswegen gibt es auch diesen Grenzwert, den ja unter anderem auch die Weltgesundheitsorganisation so als Richtwert festgelegt hat. Man muss davon ausgehen sogar, der wird ja jetzt nochmal auch überprüft, kontinuierlich überprüft, was richtig ist, denn man muss immer sozusagen den Stand der Wissenschaft abfragen, das entwickelt sich ja auch weiter. Man muss jetzt allerdings davon ausgehen, dass dieser Grenzwert tatsächlich noch verschärft werden wird. Also wir halten mal fest, Stickoxide sind sicherlich gesundheitsgefährdend. Die Frage ist, ab welcher Dosierung, damit sind wir mittendrin beim Streit um die Grenzwerte. Gegenwärtiger Grenzwert in der EU sind 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Herr Sakharos? Da würde ich gerne doch mal die Frage stellen. Man wird ja nicht als kranker Mensch geboren. So, wenn in Arbeitsstätten über 900 Mikrogramm und in Büros 60 Mikrogramm gelten und ich ja nicht als kranker Mensch geboren werde, sondern diese Krankheiten durch diese Stickoxide mir aneigne oder bekomme, dann muss man doch da vorbeugen, wo sich doch die Menschen die meiste Zeit aufhalten. Das ist doch der komplett falsche Ansatz zu sagen, auf der Straße, wo man sich vielleicht 2-3 Stunden am Tag höchstens aufhält, dass da irgendwie Lebensnot, also das Leben dadurch eingeschränkt wird oder geschädigt wird, dass man nicht mehr, dass man Krankheiten bekommt dadurch. Also das ist wieder so eine Geschichte, etwas zu verunklaren. Wie gesagt, das ist keine Verunklarung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das belegt, die Gerichte haben sich auch diesen Argumenten zugewandt und es ist immer ganz klar, die Gesundheitsschädigung setzt sogar bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter im öffentlichen Raum ein. Im öffentlichen Raum sind eben nicht Facharbeiterinnen und Facharbeiter unterwegs, sondern Kranke, Alte und Kinder. Ja, und die sitzen an keinem Arbeitsplatz, die sitzen auch nicht in einem Büro, sondern das sind die, die am meisten betroffen sind. Und deswegen gibt es diese Grenzwerte. Es ist nachgewiesen worden. Und bringen Sie eine Studie bei, wo Sie das erschüttern. Ne? Also das ist einfach eine faktenbasierte Debatte, die wir hier führen müssen. Ja? Und wenn Sie da Fakten haben und nicht bloß Nebelkerzen, dann können wir auch darüber reden. Aber das, auch das ist alles untersucht worden. Sind doch keine Nebelkerzen. Sind Sie als kranker Mensch geboren? Nein. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Ich habe Kinder. Zu jung dafür. Nee, das stimmt nicht. Also, das ist eine Frage, die man vielleicht an anderer Stelle diskutieren kann. Aber jedenfalls, ich habe Kinder, bin alt genug dafür. Und die Kinder sind viele Stunden am Tag draußen, also jedenfalls meine und ich denke viele andere auch. Und es geht ja auch also an der Stelle darum, die wohnen bestimmt nicht am Neckartor, oder? Ich wohne hier in Berlin am Prenzlauer Berg und auch da sind eben die Luftwerte so, dass es auch in Berlin eben Dieselfahrverbote geben muss. Dazu muss man auch noch sagen, dass es eben auch auf der Höhe von Kindern tatsächlich teilweise die Luftbelastung noch viel stärker ist, weil tatsächlich das ja aus Auspuffhöhe sich sozusagen der Kindermund befindet. An der Stelle denke ich, sollten wir nicht abrücken in Deutschland von dem Vorsorgeprinzip, das es eben in Deutschland gibt. Ich bin dankbar dafür, denn das greift auch an ganz vielen anderen Stellen, dass unsere ganze Gesellschaft schützt. Und ich würde sagen, also ich bin eine Verfechterin von diesen Werten, weil es natürlich, gut, das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte an der Stelle, aber ich denke, das sind wirklich schützenswerte Menschen, die man da nicht außer Acht lassen sollte. Herr Lange, der Bundesverkehrsminister, Ihr Parteikollege Scheuer, hat diese Debatte um die Grenzwerte aufgegriffen und hat sich an die EU-Kommission gewandt und hat gebeten, das noch mal zu überprüfen. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen? Ja, die Debatte ist, ob und wie die Berechnung zustande gekommen ist, auch ich bin kein Lungenfacharzt, eröffnet worden. Wir sind, glaube ich, schon in einer notwendigen Debatte auch über die Grenzwerte. Auch die Bundesregierung hat ja beschlossen, hier noch mal mit einem Gutachten die ganze Sache zu überprüfen. Die Grenzwerte sind vor vielen, vielen Jahren durch die WHO in einem Prozess damals zustande gekommen. Sie wurden von der EU so übernommen. Ich glaube, zur Versachlichung der Debatte trägt sicher bei, wenn wir mit wissenschaftlichen Studien, die die Bundesregierung jetzt in Auftrag gegeben hat, uns der Frage der Grenzwerte noch mal nähern. Ich will ganz deutlich sagen, Herr Kollege, die Union ist Rechtsstaatspartei und wird immer Rechtsstaatspartei bleiben. Nichtsdestotrotz steht es jedem Bürger zu, sich auch über Gerichtsurteile zu äußern.
Man kann sie mal besser und mal weniger nachvollziehen. Das ist unter Juristen auch nichts Unübliches. Insofern glaube ich, dass diese Schelte an der Stelle definitiv leer geht. Es geht jetzt darum, sachlich sich der Debatte um die Grenzwerte zu nähern, sachlich sich der Debatte um die Verhältnismäßigkeit zu nähern. Das haben wir jetzt getan mit der Veränderung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Und wenn wir uns auf diesen Weg begeben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Mobilität, die die Menschen brauchen, auch in den Städten gewährleisten können. Und zwar sowohl für die Menschen, die der Herr Sackhauer angesprochen hat, die sich nicht jeden Tag ein neues Auto leisten können. Und auch die Menschen, und für die möchte ich eine besondere Lanze brechen, die aus dem ländlichen Raum in die Städte pendeln, die auch nicht überall und immer einen öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung haben, weil wir auch das nicht an jeder Stelle leisten können. Wenn Sie einverstanden sind, dann lassen wir die Diskussion über die Grenzwerte jetzt mal hinter uns, weil diese Grenzwerte gelten in der EU. Sie sind nicht einverstanden. Also noch eine Bemerkung. Ja? Also erstens, eine Versachlichung der Debatte führt man nicht herbei, indem man Lungenfachärzten mit Schulbuchaufsätzen, mit gröbsten Rechenfehlern als Kronzeugen für eine Debatte heranzieht. Ganz im Gegenteil, das ist die krasse Verunsachlichung der Debatte. Gerade vor dem Hintergrund, dass es hunderte, aber hunderte Studien genau zu diesem Thema gab. Dass die EU, die Bundesregierung, der Bundestag alle miteinander sich dieser Ergebnisse angenommen haben und sie zu Gesetz haben werden lassen. Es ist keine Versachlichung, wenn Sie quasi dieses Paket aufschnüren, ohne eine richtig fundierte Aussage dazu treffen zu können. Punkt 1 und Punkt 2, natürlich kann sich jeder Bürger, jede Bürgerin über Gerichtsurteile aufregen. Kann ich auch, als Jurist. Aber die Bundesregierung sind nicht die Bürger, sondern das ist ein Verfassungsorgan. Und deswegen ist da ein Unterschied. Das heißt, wenn Herr Sackhauer sich über Gerichtsurteile aufregt, bin ich vollkommen bei Ihnen, kann er tun. Wenn Sie das als Träger dieser Bundesregierung tun, bin ich nicht bei Ihnen. Gut, wir können jetzt gerne diese Diskussion weiterführen. Ich glaube, sie bringt an der Stelle nichts. Ich bin der Meinung, jeder ist frei, sich über Gerichtsurteile äußern zu können. Das werde auch ich mir in Zukunft weiter das Recht herausnehmen. Und zur Versachlichung, gerade bei der Grenzwertdebatte, wird diese neue Studie der Bundesregierung beitragen. Warten wir doch die Studie ab. Also, wir haben hier die Grenzwerte in der EU. Die sind bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In anderen Ländern gelten andere Grenzwerte. USA zum Beispiel haben mit, glaube ich, 103 Mikrogramm einen Grenzwert. Da würde gar keine Stadt runterfallen. Aber das nützt uns jetzt nichts, zumindest nicht den Bürger in deutschen Städten. Denn in 35 Städten prozessiert die Deutsche Umwelthilfe gegen die Verletzung der Grenzwerte. Und die Frage ist, sind jetzt Grenzwerte in diesen Städten noch zu vermeiden? Ja oder nein? Was könnte man denn tun, neben einem Fahrverbot, um der Umwelt zu helfen und die Grenzwerte zu erreichen? Also es geht um Gesundheitsschutz, ne? Das heißt, es geht um wirklich Schutz der Bevölkerung vor Erkrankungen, vor Tod. Und es ist halt so, dass die Bundesregierung oder die Bundesebene zu wenig Druck gemacht hat auf die Kommunen, rechtzeitig diese Gesetze, die da kommen, da ernst zu nehmen. Und deswegen sitzen wir jetzt vor dem Kladderadatsch, auch weil die Rahmenbedingungen seitens der Bundesebene nicht geschaffen wurden. Und natürlich geht es im allererstes darum, aktuelle Luftreinhaltepläne vorzuhalten, wo die ganzen Maßnahmen von Stärkung ÖPNV, von Stärkung Radverkehr einzuleiten. Aber am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, das ganze Dieselgate ist natürlich auf dem Mist der Autohersteller gewachsen. Dort sind die Motoren manipuliert worden. Dort ist es passiert, dass eben diese Emissionen deutlich zu hoch waren. Und deswegen ist auch dort erstmal die Lösung zu suchen. Das heißt, die Städte können jetzt nur sehr bedingt reagieren. Die können natürlich ÖPNV und Radverkehr ausbauen. Die können Fahrverbote erlassen, um die dreckigen Autos rauszuziehen. Besser wäre es natürlich, wenn die dreckigen Autos sauber würden. Was hat das Dieselgate mit den Fahrverboten zu tun? Es betrifft in Stuttgart im Moment die Euro 4 Fahrzeuge. Wir reden noch nicht von den Euro 5 Fahrzeugen. Die werden mit Sicherheit nicht kommen. Aber dafür stehe ich auch. Das kann gut sein, dass Sie dafür stehen. Ich bin überzeugt, dass es so kommen wird, weil man sonst die Grenzwerte eben nicht einhalten kann. Und da muss ich Herrn Gelbhaar absolut recht geben. Das ist eben der Zusammenhang. Wir haben die schmutzigen Fahrzeuge auf der Straße, die die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eben nicht einhalten auf der Straße. Und dadurch haben wir natürlich diese Überschreitungen. Jetzt geht es zum einen darum, natürlich die Fahrzeuge sauber zu machen. Das andere ist natürlich, dass man die kollektiven Verkehre an der Stelle stärkt. Das heißt ÖPNV, Sie suchen sich wieder das ist natürlich Glied auch in Stuttgart notwendig, hier. Weil gerade dort ja auch der S-Bahn-Verkehr nicht ausreichend in der Taktung stattfindet, sodass die Leute tatsächlich befähigt werden, dann auf eben den öffentlichen Nahverkehr auch umzusteigen.
Das kommt von beiden Seiten. Natürlich müssen wir jetzt erstmal die Fahrzeuge, die wir auf der Straße haben, sauber machen. Auf der anderen Seite muss es eine Mobilitätswende geben. Das bedeutet, nicht nur der Antrieb wird sich verändern, sondern es muss natürlich auch die Art der Mobilität sich verändern. Und ich sage mal so, die Diskussion darüber führen wir jetzt auch, weil eben Dieselfahrverbote in vielen Städten schon da sind und auch noch kommen werden. Ja, da muss ich jetzt einen Moment einhaken, weil hier findet gerade eine sachlich wirklich unzulässige Vermischung von zwei Tatbeständen statt. Die manipulierten Dieselfahrzeuge sind nicht Auslöser der Fahrverbote gewesen. Und das wissen Sie beide ganz genau. Das eine ist eine Sache der Automobilindustrie. Das ist richtig. Deswegen gibt es auch Urteile. Deswegen gibt es auch die Rückrufe, und zwar die verpflichtenden Rückrufe. Das ist der eine Fall. Und der andere Fall, das sind Fahrverbote, die erlassen wurden aufgrund nicht ausreichender Luftreinhaltepläne der einzelnen Städte. Dafür sind die Kommunen mit ihren Landesregierungen zuständig. Ne, da liege ich durchaus aber richtig. Der Dieselgate, also die manipulierten Dieselfahrzeuge, sind nicht der Auslöser für die Fahrverbote. Damit man hier bitte die zwei Dinge mal sauber auseinanderhält. Mit einem Auslöser für die Grenzwertüberschreitungen und auch nicht die Lufteinhaltepläne sind Auslöser, sondern einfach die schmutzige Luft sind Auslöser. Oh. Wir kämpfen hier für die saubere Luft, für die Gesundheit der Leute in den deutschen Städten. Womit ist dann aber gerechtfertigt, dass zum Beispiel in Cannstatt, das ist eins der 23 Stadtteile in Stuttgart, da ist eine Messstation, die ist im städtischen Hintergrund und misst 26 Mikrogramm. Diese Messstation soll laut LUBW für 2 Quadratkilometer also das repräsentative Ergebnis sein, also der Messwert. Ne? Wieso gilt da ein Fahrverbot? Da würde ich mich an Ihrer Stelle ans Gericht wenden, denn dieses Gericht hat ja dieses Fahrverbot geurteilt und sicherlich Sie haben auch dieses eine Begründung. Nein, wir haben auf die Einhaltung Sie der waren Grenzwerte doch dort. Sie haben es doch eingeklagt. Geklagt und die letzte mögliche Maßnahme sind jetzt in Stuttgart Dieselfahrverbote. Warum aber ausgerechnet jetzt an dieser Stelle? Das steht sicherlich dann auch noch mal exakt im Lufteinhalteplan aufgrund Lage welcher Prognosenwerte man die Sie doch annimmt, aufstellen, dass eben die dann Luftqualität in diesem Stadtteil nicht ausreichend ist und man deswegen Stadtteile, dort Dieselfahrverbote notwendig sind. Sein müssten. Aber ich glaube, man darf sich auf die Gerichte auch verlassen und nein, das ist sehr, nicht, sehr, weil Sie, darf man nicht, um Gottes Willen, Sie dann haben, wird es aber Sie wirklich haben, gefährlich Sie, in Deutschland. Also Sie und der Herr Resch, mit dem ich auch schon das Interview geführt hatte, behaupten ja, dass Sie selber als DUH keine Fahrverbote wollen. Aber warum genau sind Sie in Leipzig einmarschiert, haben dort Fahrverbote für möglich? Einmarschiert ist ja interessant. Wir waren zu dritt in dem Gerichtssaal. Die Gegenseite war, ich weiß gar nicht, wie viele ist Leute doch egal. Waren. Auf jeden Fall ganz viele. Ja, das tut doch nichts zur Sache. So, und dann sind Sie durch jede Stadt marschiert und haben Fahrverbote angeklagt. Und wenn Sie doch bemüht sind, hier alles sachlich zu halten und richtig zu stellen, wieso haben Sie dann nicht vor Gericht gesagt, wir wollen am Neckartor, ja, weil da die Luft, die Messwerte überschritten werden, da wollen wir das Fahrverbot. Warum haben Sie das Urteil so akzeptiert, dass Fahrverbote auch in anderen Stadtteilen, wo die Luft rein ist? Da liegen Sie falsch. Nein, liege ich nicht. Da muss ich Sie enttäuschen. Nein, liege ich nicht. Dann müssen Sie sich noch mit dem Gericht streiten oder was auch immer. Aber Sie täuschen sich an der Stelle. Das tut mir leid. Okay. Ich schlage jetzt vor, dass wir diesen Disput an der Stelle mal sein lassen. Es ist ja schon angeklungen, eine Möglichkeit, um die Grenzwerte einzuhalten, wären ja unter Umständen Hardware-Nachrüstungen bei den Diesel-Pkw. Ist das aus Sicht Ihrer Partei eine sinnvolle Lösung? Wir sitzen zunächst darauf, dass man den Verkehr, der tatsächlich in der Stadt viel unterwegs ist, nämlich den Omnibusverkehr, die schweren Kommunalfahrzeuge, die Baufahrzeuge, die permanente Belastung verursachen, dass wir hier nachrüsten, dass wir hier mit dem Programm saubere Luft E-Busse anschaffen, dass wir hier eine Veränderung der Gesamtqualität bewirken können. Ich glaube, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Das zeigen zumindest die Zahlen der bisherigen Förderanträge. Und insofern denke ich, dass wir da einen großen Schritt weiterkommen. Die Hardware-Nachrüstung ist aus unserer Sicht so weit auf den Weg gebracht, dass
wir von Seiten oder die Bundesregierung von ihrer Seite, das Verkehrsministerium, die Richtlinien erlassen hat. Jetzt sind die Hersteller gefragt, die technische Umsetzung zu ermöglichen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das ist sowohl eine technische Frage wie eine Frage der Gewährleistung. Aber das ist Sache der Hersteller. Das kann die Politik und das Parlament sicherlich nicht machen. Also ich würde es anders formulieren. Ich glaube, die Bundesregierung ist schlicht gescheitert dabei, die Hersteller da an die Kandare zu nehmen, an die Kandare, an die sie gehören. Und hat deswegen den zweiten Weg beschritten, zu überlegen, okay, wir kriegen jetzt die Hersteller nicht an die Hand, weil man da rechtlich viele Fehler gemacht hat. Und es ist ehrlich gesagt merkwürdig, dass sie die DOH auffordern, die Fehler der Bundesregierung wettzumachen. Ne? Es gibt ganz viele Privatleute, die jetzt gegen die Hersteller klagen. Nein, aber ganz kurz, nur den Gedanken zu Ende bringen. Und jetzt wird quasi versucht, wiederum bei den Kommunen die Last abzuladen. Man hat ein Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Es gibt viele schöne Förderanträge, ist aber noch kein einziger Bus umgerüstet. Das heißt, wir sind beim Dieselgate Jahr 4. Das heißt, die Bundesregierung hat immer noch nicht verstanden, dass das Problem wirklich drückt. Und da sind wir übrigens auch beieinander, dass dort nichts passiert ist. Und deswegen zum Schluss hier als Ultima Ratio die Gerichte gar nicht anders urteilen können, als zu diesen Fahrverboten zu kommen. Nein, also die Messwerte. Warum nein? Also ich mag das kurz erklären. Mhm. Die Fahrzeuge haben höhere Emissionswerte aufgrund dessen, weil einfach jahrelang schlicht falsch, also nicht falsch gemessen wurde, sondern unter falschen Bedingungen. Also wenn ich ein Auto auf den Rollenprüfstand stelle, ja, genau, und es dann tatsächlich auf der Straße 2 Liter mehr verbraucht, das fällt jedem Blinden auf. Also wenn man da als Politik nicht, natürlich gut, wahrscheinlich eher auf EU-Ebene oder auf höheren Ebenen meinetwegen, damit es einheitlich ist und nicht zulasten der deutschen Automobilhersteller ist, muss man ja allgemein, also diesen WLTP-Zyklus, den man jetzt im Moment hat, sowas muss man natürlich auf der ganzen Welt schaffen, um natürlich einen Prüfzyklus zu haben, der dann halt komplett weltweit gilt. Und der ist für mich repräsentativ, wenn das Auto tatsächlich auch auf der Straße fährt und lässt sich alles hören, aber ist jetzt gar kein Widerspruch, oder? Das heißt doch einfach nur, dass bei den Abgasmessungen gravierendste Fehler gemacht wurden. Es sind keine Fehler. Es war damals so vorgeschrieben, wie das Auto geprüft werden muss. Und so wurde das geprüft und die Autos haben die Norm eingehalten. Und sie haben eine Typgenehmigung bekommen. Die Autos und deswegen dreckig. Kann man deswegen. Die Fahrzeuge sind zurückgerufen worden, weil sie illegale Abschalteinrichtungen haben. Das ist das eine, aber es gibt auch genug andere Euro 5 Fahrzeuge. Nein, hören Sie auf, alle Euro 5 Fahrzeuge in einen Topf zu werfen, weil es sind genug Autos, die diese Abschalteinrichtung nicht genutzt haben. Diese haben. Oder wo wir es noch nicht wissen. Erzählen Sie bitte keinen Müll. So. Ich erzähle keinen das Müll. Also, aber jetzt bitte an der Stelle wirklich noch mal sauber zu differenzieren. Und das kann ich auch so nicht stehen lassen. Denn die Fahrzeuge sind, und das wussten alle, denn diesen damaligen NEFZ, wie er heißt, hat eine rot-grüne Bundesregierung damals mit genehmigt. Seit 2008 hat man an dem WLTP gearbeitet. Die Fahrzeuge sind formal, juristisch, ordnungsgemäß in Verkehr gebracht worden. Und deshalb kann man da die Hersteller nicht angreifen. Und deswegen ist das, Herr Kollege, was Sie da sagen, deswegen gibt es verpflichtende Rückrufe dort, wo manipuliert wurde, und freiwillige Rückrufe dort, wo nicht manipuliert wurde, aber wo man die Abgaswerte verbessern möchte. Und das sollte man bitte sauber unterscheiden. Jetzt können wir ja nichts daran ändern, dass die Luft in vielen deutschen Städten so ist, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Und die Bürger haben zu Recht Sorgen, bin ich jetzt von Fahrverboten betroffen. Bürger fragen sich. In Stuttgart 68% der Bürger sagen, wir wollen keine Fahrverbote. Das kann ja sein, aber die Bürger machen sich, glaube ich, zu Recht Sorgen, dass aufgrund der Überschreitungen Gerichte zum Urteil kommen, dass Fahrverbote eingeführt werden sollen. Jetzt hat ja die Bundesregierung, SPD und Union, gemeinsam ein Gesetz beschlossen, das, ich versuche es mal verkürzt zu sagen, eine geringfügige Überschreitung der Grenzwerte noch keine Fahrverbote rechtfertigt. Wollen Sie zwei Sätze dazu sagen, was der Hintergrund dieses Gesetzes ist? Ja, der Hintergrund des Gesetzes ist, wie Sie es richtig gesagt haben, eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Anders wie oft behauptet wird, hat die Bundesregierung nicht den Grenzwert verändert, sondern die Bundesregierung hat gesagt,
unter 50 Mikrogramm ist ein Fahrverbot nicht verhältnismäßig. Das heißt, der Grenzwert von 40 Mikrogramm bleibt bestehen, aber es gibt in dem Bereich darunter andere Mittel vor dem Fahrverbot, die ausgeschöpft werden müssen. Das ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wir halten das für einen richtigen Ansatz, weil das scharfe Schwert des Fahrverbots nicht an jeder Stelle so nach unserer Überzeugung greifen sollte, wie das hier teilweise der Fall war. Und weil wir natürlich sehen, dass sich die Luft kontinuierlich über die Jahre verbessert hat. Und weil wir davon überzeugt sind, dass die Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten Jahren ergriffen haben, auch dazu führen werden, dass wir die Grenzwerte in absehbarer Zeit einhalten können. Dazu würde ich gerne sagen, da sind wir völlig beieinander. Und das, ehrlich gesagt, auch die Veränderung des BIMSG hat jetzt nichts verändert an der juristischen Sachlage. Die waren wie vorher schon genauso. Und zwar hat Leipzig gesagt, Ultima Ratio sind Dieselfahrverbote. Und zwar dann, wenn der Grenzwert von 40 überschritten wird und man nicht prognostizieren kann, dass es mit anderen Maßnahmen und in einer annehmbaren Zeit eingehalten werden kann. Daran hat sich nichts geändert. Das heißt, auch wenn heute eine Stadt 45 Mikrogramm hat und es alle Maßnahmen ausgeschöpft sind und trotzdem der Grenzwert nicht eingehalten werden kann, wird als Ultima Ratio ein Dieselfahrverbot möglich sein. Wir sehen es, die Grünen. Ist das das neue Gesetz oder die Gesetzesveränderung eine sinnvolle, pragmatische Maßnahme oder geht das in die falsche Richtung? Das hilft nicht. Also nochmal, es geht um Gesundheitsschutz und ist jetzt schon die Rechtslage aufgeklärt worden. Es war ein Gesetzespaket. Da drin versteckte sich auch noch die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Wie kontrolliert man eigentlich so ein Einhalten eines Fahrverbots, einer Fahrverbotszone? Und dort wurde ein löchriger Käse produziert, der nicht helfen wird, der auch nicht transparent ist für die Bürgerinnen und Bürger und von der Polizei sowieso nicht umgesetzt werden kann. Da wäre eine blaue Plakette viel naheliegender gewesen, um halt klarzumachen, okay, hier gilt, hier können nur saubere Fahrzeuge einfahren, die blaue Plakette haben. Das kann man kontrollieren, das kann das Ordnungsamt kontrollieren, kann die Polizei kontrollieren, das ist nicht gemacht worden. Sagen. Also die blaue Plakette können Sie für 5 Euro bestellen, wenn Sie die blaue wollen. Plakette können Sie gerade nirgendwo bestellen. Doch. Ja, nee, die ja weil es sie nicht gibt, aber Sie könnten das. Also von daher. Naja, das wäre dann genau die Frage, wie man die blaue Plakette dann einführt. Ne? So, erster Punkt, zweiter Punkt, es ordnet sich so ein Dreiklang ein. Ja? Man wird entschärft irgendwie oder deutet zumindest an, die Grenzwerte sind nicht mehr sakrosankt. Man delegitimiert die Klägerin Deutsche Umwelthilfe, man delegitimiert die Gerichte, man will das nicht wirklich umsetzen. Und deswegen komme ich immer wieder zu dieser Frage, wie viel Rechtsstaatspartei ist noch in CDU, CSU, wenn das geltende, selbstgesetzte Recht so permanent ausgehöhlt wird. Und das ist mein Problem, man Gesundheitsschutz nicht mehr ernst nimmt und da irgendwie versucht, drum herum zu kommen. Erlauben Sie mir trotzdem, dass ich jetzt einen Punkt rausgreife. Die Grünen sagen, Fahrverbote muss man kontrollieren. Dazu brauchen wir eine blaue Plakette. Die Bundesregierung sagt nein. Warum? Nein, dafür haben wir genau das Straßenverkehrsgesetz geändert. Wir sagen, mobile Kontrollen, stichprobenartig, keine Diskriminierung und Kriminalisierung aller Dieselfahrer durch eine blaue Plakette, denn mit der blauen Plakette wollen Sie ja nicht einen Straßenzug kontrollieren, sondern Sie wollen ganze Räume kontrollieren. Das wollen wir nicht. Wenn an einzelnen Straßenzügen ein Fahrverbot gilt, dann soll das kontrolliert werden können, wie jede Geschwindigkeitsüberschreitung auch kontrolliert wird, aber eben auch nicht mehr und nicht weniger. Das ist verhältnismäßig. Kontrolle ja, dafür die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, aber keine Diskriminierung aller Dieselfahrer durch eine blaue Plakette. Ich würde da gerne auch noch mal nur noch einwerfen. Wir haben ja Plaketten, ne? Also eine rote, eine gelbe und eine grüne Plakette. Ich würde nicht sagen, dass die Autofahrer damit kriminalisiert worden sind. Tatsächlich wäre die blaue Plakette einfach eine logische Fortsetzung dessen gewesen. Man hätte es weiterentwickeln können und müssen. Dann hätten wir heute auch tatsächlich diese Probleme gar nicht. So viel dazu. Naja, also eine Plakette löst ja kein Problem. Eine Plakette ist ein Kontrollmechanismus. Genau, und damit kann man kontrollieren. Und wir alle wissen, dass durch Kontrolle natürlich auch eine Einhaltung erzielt werden kann. Sie wollen mehr kontrollieren und wir wollen wirklich nur stichprobenartig kontrollieren. Am Anfang wollen Sie ganz doll kontrollieren mit Kamerasystemen und ohne Ende und jede Straße. An den Stellen, Herr Kollege, an den Stellen, an denen tatsächlich ein Fahrverbot gilt. Und deswegen sind wir der Meinung, so wie man einen Verkehrssünder bei einer Geschwindigkeitskontrolle kontrolliert, so kontrollieren wir Fahrverbote. Wenn Sie ein Tempo 30 haben, gibt es eine Kontrolle. Wenn es ein Fahrverbot gibt, dann gibt es eine Kontrolle.
Das ist verhältnismäßig, das ist stringent im kompletten Verkehrsrecht. Wir halten trotzdem fest, die Dieselfahrer sind die Dummen. Ja? Sie können unter Umständen ihr Auto nicht mehr benutzen. Sie können unter Umständen zumindest nicht mehr in die Stadt fahren. Vielleicht können Sie schildern, wie Sie persönlich also, das betrifft. In Stuttgart gilt ja nicht mal das Fahrverbot. Also sprich, das Auto, bei einem Fahrverbot dürfte das Auto auf der Straße stehen. So. In Stuttgart gilt das Verkehrsverbot. Verkehrsverbot heißt, das Auto darf nicht mehr auf der Straße stehen in der Umweltzone. So, das heißt, jedes Auto, was halt im ruhenden Verkehr ist, also parkt und für eine Politesse ersichtlich ist, dass es sich um so ein altes Dieselauto handelt, darf aufgeschrieben werden, wird überprüft und dann kommt das Knöllchen nach Hause. Mhm. So. Noch ein paar Zahlen, um zu verdeutlichen. Man kann das Auto nicht mehr nutzen, so. Um zu verdeutlichen, wie groß die Dimensionen sind. Ganz Deutschland bis auf die Fahrverbotszone. Achso, das heißt, ich müsste ausziehen aus Stuttgart. Sie spinnen doch. Aber gerade deswegen machen wir uns auch stark dafür, dass diese Fahrzeuge eben nutzbar werden, indem man sie eben nachrüstet mit einer Hardwarelösung und sie dann sauber werden. Das ist eine wahre Lüge. Das ist keine wahre Lüge. Das ist eine Lüge, weil die Nachrüstung von Kommunikation. Lassen Sie mich bitte ausreden. Finde ich auch. Die Nachrüstung für Euro 4 wird gar nicht kommen, weil sich das für diese Autos doch gar nicht rentiert. Wir reden hier von einer Handvoll Euro 4 Fahrzeugen. Euro 5 und Euro 6 sind genauso betroffen, Herr Zacharos. Ich glaube, Sie wissen das auch. Lassen Sie mich doch ausreden. Sie ja auch nicht so gerne. Haben Sie ja auch mit Herrn Resch durchaus im Detail besprochen. Und ich glaube auch gar nicht da widersprochen an der Stelle. Zumindest konnte ich es im Interview gar nicht lesen. Also, die Euro 4 Nachrüstungssätze, die wird es doch gar nicht geben. Es lohnt sich doch gar nicht für diese Autos, so weit überhaupt zu entwickeln. In Stuttgart jetzt mal betrachtet, sind es eine Handvoll Autos, die davon betroffen sind. Die gewichten doch gar nicht. Also, und vor allem, es sind ja nicht irgendwie Kommunalfahrzeuge oder irgendwie Transporter. Es sind Familienkutschen, die mal ab und zu an dieser Messstelle vorbeikutschiert werden. Wenn wir von Emissionen sprechen, die erzeugt werden, dann nicht von dem privaten Verkehr, der an dieser Messstelle, wenn überhaupt, zwei, dreimal in der Woche vorbeifährt. So. Und diese Handvoll Euro 4 Autos, dafür lohnt sich eine Entwicklung solcher Systeme doch gar nicht. Wofür? Es handelt sich um wirklich viele Fahrzeuge, die betroffen sind. Es sind insgesamt 11 Millionen Fahrzeuge betroffen und eben nicht nur Euro 4, wie ich schon gesagt habe, auch Euro 5 und Euro 6. Sie sollen ja nicht alle in einen Sack werfen. Weil für jede Euronorm muss doch anders entwickelt werden. Die nicht mehr einfahren werden können in einigen Bereichen. Und dafür gibt es eben Hardware-Lösungen, das wissen wir auch. Die werden auch von den Herstellern schon, sind angeboten, liegen teilweise schon im Regal. Also das ist unproblematisch. Einzig und alleine die Frage, wer bezahlt das und wer baut das ein? Darf ich diese Zahl, die Sie da jetzt anmerken? 11 Millionen Diesel-Pkw in Deutschland sind betroffen. Und die Besitzer dieser Diesel-Pkw machen sich, denke ich, zu Recht Sorgen, dass sie in diversen Städten von Fahrverboten betroffen werden. In Köln zum Beispiel ist in erster Instanz ein Gerichtsurteil anhängig. Da sind 91.000 Diesel-Pkw betroffen, die in dieser Zone wohnen. Also die Besitzer machen sich Sorgen. Und die Besitzer sagen, was ist da eigentlich abgelaufen? Experten, die Medien, die Politiker haben mir vor ein paar Jahren noch gesagt, kauft Dieselfahrzeuge, denn die emittieren weniger CO2. Also haben sich die Bürger Diesel-Pkw gekauft. Jetzt plötzlich heißt es nein, Diesel-Pkws sind schlecht, sie produzieren zu viel Stickoxid, also wieder raus aus den Kartoffeln. Die Bürger müssen doch zu Recht sich sagen, was geschieht da mit mir? Ja, die Frage stellen sich die Bürger natürlich und die stellen sie auch ganz direkt an die Umwelthilfe nach dem Motto. An die CDU, CSU, sag ich mal so. An die Umwelthilfe nach dem Motto, sie empfehlen jetzt Benziner zu kaufen und freitags haben wir die Demonstrationen gegen CO2. Natürlich sind wir da in einem nahezu unauflösbaren Spannungsbogen. Und deswegen nochmal, wir versuchen die Fahrverbote dadurch nicht wirksam werden zu lassen, dass wir den Gesamtverkehr anders organisieren im ÖPNV mit Nachrüstung, insbesondere im kommunalen Bereich. Die Nachrüstung einzelner Fahrzeuge, auch das hat der Sackhaus schon ganz richtig angemerkt, ist natürlich deutlich komplexer. A, von jeder Euro-Klasse, B, bei jedem Hersteller. Das ist ja nicht so, dass mit einem Teil bei jedem Hersteller es an jeder Stelle geregelt wäre. Genau. Wenn es so einfach wäre, und das wissen Sie auch ganz genau, dann wäre man an dieser Stelle sicherlich,
wäre man anders vorgegangen. Insofern, die Bundesregierung hat die Richtlinien für die Hardware-Nachrüstung veröffentlicht im Dezember. Jetzt sind die Hersteller dran. Wir werden sicherlich nicht selber unters Auto fahren und diese Dinge einbauen. Das wird man von der Politik auch an der Stelle nicht erwarten. Und jetzt hat die Frau Metz die Gelegenheit zur Gegenrede. Warum glauben Sie, dass man diese Nachrüstsätze produzieren kann? Warum das sinnvoll ist? Weil wir uns mit Herstellern und es gab, glaube ich, auch einen Frontal 21-Beitrag, der deutlich gezeigt hat, dass zum Beispiel bei BMW-Modellen eben die Hardware-Nachrüstung in den USA zum Beispiel ja auch eingebaut wird, weil es dort eben auch notwendig ist, weil dort eben auch strenger kontrolliert wird. Es gibt sogar in dem Boden, ich bin im Übrigen Politologin, aber deswegen höre ich mir Experten an und gucke mir auch solche Sendungen dann an. Tatsächlich gibt es eine Aussparung, wie ein Lego-Teilchen kann man das Teil da einbauen. Es gibt auch viele andere Modelle, es wurde ja auch vom ADAC, wurden einige Modelle ja auch getestet. Die sind vorhanden und die Politik, die CDU, CSU, sollte an der Stelle darauf dringen, dass die Automobilhersteller tatsächlich hier tätig werden, dass da kein Interesse da ist, Fahrzeuge, die sie schon verkauft haben, nachzurüsten, damit noch viele Jahre fahren können, ist natürlich nicht im Sinne der Gewinnmaximierung. Es ist aber im Sinne der Bürger, die Dieselfahrzeuge haben. Und es ist auch im Sinne der Gesundheit. Und auch dann, wenn diese Fahrzeuge in den Gebrauchtwagenmarkt kommen und ins europäische Ausland kommen, da kann ich doch nicht sagen, dann ist es ja egal, die sind nicht mehr in Deutschland. Das ist nicht egal, dort fahren sie nämlich auch weiter rum. Ja, aber das verursachen sie doch damit. Dann sollte Politik, die CDU, CSU, darauf dringen, dass hier diese Lösung, die ganz klar auf der Hand liegt, auch tatsächlich eingesetzt wird. Einen Satz müssen Sie mir an dieser Stelle schon geben, um noch mal klarzustellen. Sie sprechen von einem einzelnen Modell bei BMW. Das heißt nicht, dass es an jeder Stelle... Das war ein Beispiel, aber es passt eben nicht an jeder Stelle. Sie wissen selber, A, wie kompliziert das ist. B, hat deswegen Bundesverkehrsminister Scheuer mit den Automobilherstellern, und das ist doch das Sinnvollste, ein Umtauschprogramm quasi mit auf den Weg gebracht. Für die Automobilhersteller auf jeden Fall, die verkaufen richtig viele Autos. Es ist doch nicht nur für die Automobilhersteller, sondern Sie wissen ganz genau, dass Sie diese Lösung über die Anzahl der Fahrzeuge in vernünftiger Zeit nicht herbeiführen können. Und dass das nicht die Lösung für das Thema Fahrverbote, nochmal, Fahrverbote entschieden von Gerichten aufgrund von Luftreinhalteplänen darstellen kann. Also vermischen Sie bitte nicht weiter zwei Dinge, die so nicht zusammengehören. Wir sind kurz vor dem Ende dieser Sendung und ich habe gerade noch Zeit für eine kurze Schlussrunde. Ich würde gerne wissen, ob wir mit dem, was wir jetzt gehört haben, Fahrverbote in Deutschland in großem Stil vermeiden können. Reicht das aus oder brauchen wir dramatischere Maßnahmen oder werden am Ende Fahrverbote nicht mehr zu vermeiden sein? Wir beginnen bei Herrn Gelb. Ich glaube, dass die Amerikaner gezeigt haben, wie Rechtsprechung auch sein kann. Dort ist ganz klar gewesen, dass dort Nachrüstung kommen muss, weil einfach zivilrechtlich so große Schadensersatzklagen drohten, dass da die deutschen Automobilhersteller insbesondere, aber auch andere gleich die Flagge eingezogen haben und gesagt haben, wir verhalten uns danach. Die Bundesregierung muss die Traute haben, die Hersteller wirklich nicht nur an die Hand zu nehmen, sondern ganz klar anzuzählen und zu sagen, hier braucht es Hardware-Nachrüstung, anders geht es nicht. Kurze Schlussrunde, Herr Sakharov. Ich bin der Meinung, die DUH sollte nicht nur klagen, sondern auch den Städten zeigen, wie es geht. Sie sollte Lösungen vorzeigen. Und ich finde, Wiesbaden kann man sich als Vorbild nehmen, wie ein Luftreinhalteplan auszusehen hat. In Stuttgart hingegen ist er sehr schwammig formuliert, da sind wir uns einig. Ich finde, die DUH sollte halt einfach, bevor sie überhaupt klagt, Lösungen mitgeben. Setzt das die Stadt um, kann man natürlich da Druck aufbauen. Frau Metz, der Ball ist bei Ihnen. Genau, das machen wir. Wir haben ja eben auch in Wiesbaden und Darmstadt, es wurde erwähnt, mit den Städten gesprochen. Und ich denke, da sind auch gute Lösungen gefunden. Es geht darum, dass wir eine Mobilitätswende brauchen. Wir müssen die kollektiven Verkehre stärken. Wir müssen die Optionen bieten, wirklich umzusteigen. Die Antriebe werden sich verändern. Das Mobilitätsverhalten wird sich verändern. Wir müssen zum Beispiel ein 365-Euro-Ticket haben, was in ganz Deutschland für den ÖPNV gilt, sodass tatsächlich Maßnahmen hier stattfinden, aufs Auto, auf den Individualverkehr zu verzichten und hier umzusteigen. Und damit ist jetzt sehr lange dran. Die manipulierten Pkw überlassen wir Staatsanwaltschaft und Gerichten. Ansonsten sind wir der Meinung, dass wir Fahrverbote verhindern können. Die Maßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden, sind Stärkung des ÖPNV, saubere Luft,
E-Ladesäulen werden dazu beitragen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Fahrverbote in den Griff gekriegt werden kann. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken für diese engagierte Debatte. Morgen gibt es wieder eine Phoenix-Runde zur selben Stunde. Da beschäftigen wir uns wieder mit dem Brexit. Denn auch morgen Abend debattiert das britische Parlament über einen Ausweg aus der Brexit-Krise. Unser Thema morgen, same procedure as last week. Was wollen die Briten? Schalten Sie rein, es lohnt sich. Schönen Abend.